Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch über das City Club Hotel in Oldenburg etwas erzählen. Ja, das Hotel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sollte eigentlich 4 Sterne haben, es hat aber gar kein Dehoga-Schild. Und die Mitarbeiter konnten keine Aussage tätigen. Wir haben nachgefragt, wir haben alles nachgeschaut, wir haben nichts gefunden. Das war so ein Rumeiere von denen. Und das macht mich immer sehr misstrauisch, ne? Also da mal dazu. Ja, die Sterne halt. Jetzt komme ich mal zu dem Hotel innen drinne. Die Lobby war sehr groß und auch sehr ansprechend. Die Mitarbeiter waren sehr nett, das muss man wirklich sagen, weil wir konnten sogar 1 Stunde kostenlos vorher rein einchecken. Das Hotel ist insgesamt sehr in die Jahre gekommen, sehr in die Jahre gekommen. Alles war sehr dunkel gewesen, also dunkles Holz. Und das hat so, wie soll ich denn das sagen? Ich will das jetzt nicht zu schlecht machen, weil das hat mir eigentlich gefallen. Auch, dass es in die Jahre gekommen ist, weil wir haben eine Übernachtung nur gehabt. Das heißt, mit einer Übernachtung kommt man sowieso gut zurecht. Aber dieser Geruch, also von diesem Holz, kennt ihr das, wenn man so im Keller irgend sowas hat und man geht dann runter und das ist so muffig? Und so war das auch. Aber nicht im Zimmer selber zum Glück, sondern das war dann in den Gängen gewesen und im Fahrstuhl auch teilweise. Das war so sehr befremdlich. Also, das war irgendwie sehr komisch. Aber wie gesagt, im Zimmer selber nicht. Die Zimmer waren ausreichend groß. Die hatten ein angenehmes Bett und eine Sitzmöglichkeit, dass man adäquat sitzen konnte. Dann das Badezimmer war auch sehr gut gewesen. Nur der Seifenspender war leer gewesen. Es war eine Dusche vorhanden. Und es war einfach alles so, was man zum täglichen Gebrauch braucht. Ja, und ja, also ich fand das angenehm. Ein großer Kritikpunkt war gewesen, es war keine Klimaanlage vorhanden. Wir hatten nur Glück gehabt, dass es nicht warm war, weil wir sind im Sommer gereist, ne? Das war nur Glück. Und ansonsten, ja, kann ich nichts groß über das Zimmer sagen, außer dass es halt, ja, normal war, in Anführungsstrichelchen, und halt in die Jahre gekommen. Aber ich habe mich wohl gefühlt und wie gesagt, nur das Wetter war für mich gewesen, dass es halt nicht so warm war, weil das war auch Sonnenseite, das Zimmer und also das, da die Fenster. Das Badezimmer nochmal war ich sehr überrascht gewesen, weil immerhin war das Hotel sehr in die Jahre gekommen. Das Badezimmer war aber gut gewesen, muss ich sagen halt, war ich sehr positiv überrascht. Leider halt, ja, das nicht gefüllt war. Das fand ich nicht so gut, weil Seife braucht man doch mal zum Händewaschen oder sonstiges. Ja, das kann ich sagen. Dann sehr positiv muss ich erwähnen, dass es einen Spa-Bereich gegeben hat, nämlich mit Sauna, groß, also normal groß, ich drücke das mal so aus, Schwimmbad. Das war sehr schön gewesen. Da waren wir auch drinne gewesen. Wir haben da unsere Bahnen ziehen können, weil so groß war es tatsächlich. Und ja, und ansonsten ist der Fantasie halt freien Lauf gelassen, weil es war nicht gut besucht gewesen. Es war relativ leer oder fast leer sogar. Und das Wasser war sehr kühl, aber das ist ja, glaube ich, sowieso momentan durch die Energiekrise. Ja, die Temperaturen sind immer sehr niedrig. Es war aber trotzdem schön gewesen. Also mir hat es sehr gefallen. Es war sehr sauber, das muss man auch sagen. Es war alles sehr sauber gewesen. Die Zimmer, Badezimmer, ja, der Schwimmbadbereich. Das hat mir sehr gefallen. In der Sauna waren wir nicht gewesen, weil ich bin nicht so ein Sommersaunatyp. War aber auch alles sauber gewesen, das muss man wirklich sagen. Dann habe ich mich halt oder wir halt uns sehr wohl gefühlt. Und das fand ich sehr schön. Das hätte ich gar nicht erwartet, ne? Und umso mehr freut man sich dann ja auch, ne? Dann zu dem Frühstück. Also der Raum, ja auch in die Jahre gekommen. Dann, ja, es war alles da. Es hat mir nicht gefallen. Es waren wieder TK, also Aufbackbrötchen. Das fand ich nicht schön. Und was mich ganz doll gestört hat, die Mitarbeiter da, die das Frühstück da bereitet haben, aufgefüllt haben, waren nicht dementsprechend angezogen. Das heißt, die waren einfach in ihrer normalen Kleidung da. Also das war sehr befremdlich, fand ich.
Das war auch nicht passend dazu. Dann war ein Hochstuhl, ein Kinderhochstuhl da. Da war eine Flasche Putzmittel, die da stand. Das war überhaupt nicht passend. Dann war eine Liste gewesen, die umgedreht war, also so eine Kladde mit einem Papier. Und wo die Frau da, die dementsprechend nicht angezogen war, die hat immer wieder Strichliste geführt sozusagen für die Menschen, die da reinkamen. Also das fand ich sehr befremdlich. Und das gehört sich auch nicht, das muss ich wirklich sagen. Und deswegen hat mir das ganze Frühstück in diesem Raum nicht gefallen, überhaupt nicht. Also das muss ich als ganz großen Kritikpunkt sagen, weil das war sehr befremdlich. Ansonsten unter Einschränkungen würde ich das Hotel weiterempfehlen. Aber vor allen Dingen sollte man an dem Frühstücksraum arbeiten. Und ja, und ansonsten ist es in die Jahre gekommen, wie viele andere Hotels halt auch. Ne? Dann danke ich für das Zuschauen und Zuhören und sage bis bald. Tschüss.